In der Universitätsbibliothek wurde zum Ausklang des astronomischen Jahres 2009 eine Ausstellung mit dem Namen Kosmos im Wandel gezeigt. Die Ausstellung ist chronologisch aufgebaut, das heißt, wir sehen zuerst das Weltbild der Antike, das ptolemäische Weltbild, dann das mittelalterliche Weltbild, das auf dem antiken Weltbild beruht, und dann geht es praktisch im Uhrzeigersinn weiter, die Entwicklung der Astronomie im 16., 17. Jahrhundert und zum Schluss hier die Theorien von Einstein sowie die Erkenntnis, dass es sehr viele Galaxien gibt, die so wie unsere eigene aufgebaut sind. Neben der astronomischen Entwicklung seit der Antike konnten die Besucher in der Ausstellung Kopien und Faksimiles der astronomischen Schriften anschauen. In Sonderführungen wurde der Handschriftensaal geöffnet und wertvolle Originale präsentiert. Also wir haben hier zwei Exemplare des Astronomicum Caesareum von Petrus Appian vor uns, 1540 gedruckt. Ein herausragendes Beispiel der Buchdruckkunst des 16. Jahrhunderts, wobei Appian noch Anhänger des ptolemäischen Weltbildes war und das entsprechend auch abgebildet hat. Wir haben inzwischen zwei Exemplare des Astronomicum Caesareum bei uns im Bestand. Das eine hier aus unserem Altbestand und das zweite haben wir 2008 vom Argelander-Institut übernommen, und so haben wir die Möglichkeit, auch ganz gut vergleichen zu können. Herausragend an dem Buch ist die Kunst, mit der man dann versucht hat, Planetenkonstellationen darzustellen. Das heißt, wir haben hier in dem Buch bewegliche Scheiben, sodass man dann für bestimmte Zeiten darstellen konnte und berechnen konnte, wie sich die Planetenkonstellationen in diesem Jahr verhalten oder zu bestimmten Zeiten verhalten. Während man bei dem Astronomen Appian zwei Exemplare einer Ausgabe vergleichen kann, stehen von Kopernikus drei Ausgaben aus verschiedenen Jahrgängen zur Verfügung. Was viele Besucher und Hobbyastronomen in der Ausstellung gesehen haben, kann man in Kürze auf der Website der Universitätsbibliothek anschauen.